In Bochum gibt es 400 Sportvereine. Jeder vierte Bochumer ist Mitglied in einem Sportverein. Und jeder zweite hat eine spezielle Beziehung zu einem Sportverein. Ich zeige euch heute, wie ihr einen Lieblingsverein unterstützen könnt. Ich lade mir die MyFavorito-App kostenfrei im App Store runter. Ich registriere mich mit meiner E-Mail-Adresse. In der MyFavorito-App habe ich eine vollständige Übersicht über alle teilnehmenden Unternehmen, bei denen ich Aktionscodes erhalte. Dort sehe ich die Angebote jedes Partners. Alle bisher angemeldeten Sportvereine finde ich in der Übersicht. Auch meinen Lieblingsverein. Hallo! Bitte schön. Ich hätte gerne einen Aktionscode vom Lieblingsvereinssponsor. Gerne. Haben Sie die tolle Karte dabei? So, einmal hier hin und zurück und einmal Ihr Coupon. Bitte schön. Tschüss. Ich öffne die MyFavorito-App auf meinem Handy. Ich klicke auf die Scanner-Funktion der MyFavorito-App. Ich scanne den QR-Code ein und automatisch öffnet sich die Liste mit den teilnehmenden Sportvereinen. Ich wähle meinen Lieblingsverein aus und bestätige mit OK. Und automatisch wird der Förderbetrag meinem Lieblingsverein gutgeschrieben. Ja, Lieblingsvereinssponsor, ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir hier in Hordel als Pilotverein haben das Ganze super gerne aufgegriffen und ich kann nur sagen, zu den anderen Vereinen nachmachen, mitmachen. Ein riesiges Thema mit ganz, ganz viel Potenzial. Weil es ist sicherlich kein Geheimnis, Banden, Banner, die herkömmliche Printwerbung wird natürlich nicht sterben, aber es ist immer schwieriger. Moderne Worte wie Win-Win-Situationen und so weiter, die gehören natürlich dazu und deswegen ist Lieblingssponsor eine klasse Sache. Da entscheidet der Fan, da entscheidet der Zuschauer, Mama, Papa, Onkel, Tanten, wem man das Geld gibt, dem Lieblingsverein. Wir sind in Hordel dabei und ich würde mir für Hordel wünschen, dass wir bis zum Jahresende locker auf 250 bis 300 Mitglieder bei Lieblingssponsorvereinen kommen, um dementsprechend richtig Umsatz zu betreiben für die DJK. Das gebe ich auch mit an die anderen Vereine. Natürlich, Vereinsleben gehört dazu. Man muss es schaffen, seine Leute im Verein zu aktivieren, zu begeistern für Lieblingssponsor. Es ist einfach, App runterladen, Informationen holen auf welche Vereine, welche Firmen, wer mitmacht, ob es Gastro ist, ob es Einzelhandel ist, ob es Lebensmittelläden sind und so weiter. Da ist mittlerweile so ein Angebot, da kann jeder irgendwo für seinen Verein was Gutes tun. Und herzlich willkommen im Ruhrpark Bochum. Wir als Einkaufszentrum sind immer sehr daran interessiert, dass wir unserer Region und allen, die sich in der Region befinden, auch was zurückgeben. Und in diesem Fall haben wir mit der Aktion Lieblingsverein, Sponsor eine Möglichkeit gefunden, wie wir vor allem die Vereine in unserer Region unterstützen können, weil wir doch immer wieder Anfragen von diesen Vereinen bekommen für Unterstützung, für Sponsoring. Und wir glauben, dass wir mit diesem Partner eine Möglichkeit gefunden haben, um erstmal alle Anfragen gleichermaßen zu behandeln und eben auch den Verein die Möglichkeit geben, sich irgendwo ein Stück weit zu präsentieren und durch unsere Vielzahl an Besuchern die Möglichkeit haben, eben den Lieblingsverein zu unterstützen. Wenn wir grundsätzlich sagen, wir interessieren uns für die Region oder wollen der Region was Gutes tun, dann möchten wir in dem Fall jetzt konkret dazu auffordern, dass alle Sportvereine, die sich in der weiteren Umgebung des Ruhrparks befinden, sich auf dieser Plattform anzumelden, sich einzutragen und eben von der Vielzahl an Besuchern, die wir haben, die alle potenziell die Möglichkeit haben, für den Lieblingsverein zu spenden, profitieren können. Also in dem Sinne auch an unsere Besucher, nutzen Sie die Möglichkeit, an unserer Rezeption für Ihren Lieblingsverein zu sponsoren. Und vielleicht findet sich der ein oder andere Mieter auch noch zusätzlich, der die ein oder andere Aktion mitstartet, sodass wir die gesamte Geschichte zu einem großen Erfolg bringen können. Ja, hallo, ich bin der Stavros Liakeas, bin Inhaber vom Yamas in Bochum. Wir sind seit 10 Jahren in Bochumer Innenstadt auf dem Boulevard. Wir haben griechische Küche im Tapas-Format und eine hervorragende Auswahl an griechischen Weinen. Wir sind seit über 10 Jahren hier und ja, Teil des Ganzen und fühlen uns auch so, wie wir auch dann Teil des Ganzen sind als Partner und Sponsor von deinem Lieblingsverein. Und ja, wir freuen uns über den Besuch der Mitglieder und Freunde der Fußballvereine, der Tennisvereine, der allen Vereine, die da teilnehmen. Und ich spreche aus Erfahrung, wieso ich denn auch dabei bin. Ich wurde halt oft schon angesprochen von Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, ob ich denn bei ihrem Verein dann sponsoren kann. Klar kannst du das mal hier oder da machen, aber die beste Lösung ist tatsächlich jetzt hier beim Lieblingsverein Sponsor oder als Sponsor, weil ich weiß, wo es ankommt, wie es ankommt. Ich weiß, dass die Mitglieder der Vereine zu mir kommen, ins Yamas, und ich weiß, dass es auch wieder so zurückkommt und die Mitglieder fühlen sich wohl oder die Freunde des Vereins. Wir fühlen uns wohl, weil wir wissen, hey, die Freunde von dem Verein kommen zu uns, die Freunde von dem anderen Verein kommen zu uns. Wir lernen uns auch kennen mit dem einen oder anderen. Ja, und es ist eine tolle Geschichte und ja, ist eine runde Sache für alle Beteiligten und es macht Spaß, da Teil vom Ganzen zu sein. Und so unterstützt ihr euren Lieblingsverein.